Kennst du diese Brands? Das sind alles Premium-Brands und die gibt es mittlerweile allesamt auf Amazon. Und das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Im letzten Video habe ich darüber gesprochen, dass Amazon aktuell richtig Gas gibt im Bereich Fashion. Falls du das letzte Video verpasst haben solltest, check das hier oben auf jeden Fall mal aus. Heute geht es mit etwas mehr Luxus, ein bisschen mehr Eleganz weiter. Heute geht es im zweiten Amazon Fashion Video um die Amazon Premium Brands. Denn mittlerweile hat Amazon tatsächlich richtig viele Premium Brands im Portfolio, mit denen du deinen Kleiderschrank und deinen Looks tatsächlich richtig gut aufwerten kannst. Ich zeige dir heute 5 verschiedene Outfits mit unterschiedlichen Pieces und sage dir auch, welches Piece von welcher Brand kommt. Und selbstverständlich habe ich dir auch alle Outfits unten in der Infobox verlinkt. Und falls ihr noch mehr Inspiration sucht, dann schaut gerne auf meiner persönlichen Storefront auf Amazon vorbei. Dort findet ihr sämtliche meiner Favoriten auf Amazon. Starten wir mit dem ersten Outfit und zwar ein Cozy Home Chilly Milly Look. Ja Leute, im ersten Look geht es um Homewear. Das ist weniger ein Jogginganzug, sondern noch ein Stückchen leichter als ein Jogginganzug. Und abgesehen von den Pantoffeln kann man die nicht nur zu Hause zum Chillen anziehen, sondern tatsächlich fast auch sogar zum Schlafen. Das ist so ein Look, den kann man einfach tagsüber den ganzen Tag anziehen, wenn es draußen eklig und nass kalt ist und wenn man einfach nur den ganzen Tag auf dem Sofa abhängen will. Und ja, so einen Look braucht man tatsächlich im deutschen Herbst und Winter. An den Füßen trage ich Pantoffeln von der Brand Axe. Die sind super entspannt, super bequem und halten zeitgleich auch noch sehr, sehr warm, weil die von innen noch so ein bisschen befüttert sind. Dann trage ich einen sehr, sehr leichten Jogger, wenn man das so sagen kann, von der Brand Boss. Das passende Unter- als auch das passende Oberteil dazu. Dann trage ich da Socken von der Marke Hugo. Und als Duft habe ich hier den leichten, entspannten Duft Molecule One von Eccentric Molecules ausgewählt. Weiter geht's mit Outfit Nummer 2, Always All Black. Auch hier darf der All Black Look natürlich nicht fehlen. Und hier sieht man mal wieder, wie wandelbar All Black Looks sind. Und Leute, meine persönliche Meinung, man findet zu jedem Style und zu jedem Anlass immer einen komplett vollständigen All Black Look. An den Füßen trage ich hier schwarze elegante Chelsea Boots von der Brand Gant, dann eine schwarze Tapered Fit Jeans von der Brand Hugo. Als Oberteil trage ich einen schwarzen Rollkragen von der Brand Hackett London und darüber dann eine Pufferweste von Hugo, die auch hier und da noch so ein paar kleine Details hat. Und darüber dann noch einen Kaschmirschal von Boss als Accessoire und als Duft habe ich hier den Duft Explorer von der Brand Montblanc ausgewählt. Machen wir weiter mit Outfit Nummer 3 und zwar ein Smart Casual Look, den ich sehr gerne im Alltag trage, aber auch gleichzeitig im Büro, denn er ist sportlich, er ist gleichzeitig elegant und dabei auch noch super bequem. An den Füßen trage ich weiße Ledersneaker von der Brand Geox, die an der Ferse noch so ein blaues Wildleder-Detail haben. Als Hose trage ich eine graue Anzugshose, die so ein bisschen aufgerauter ist, von der Brand Pierre Cardin. Als Oberteil trage ich hier ein weißes Hemd. Ich habe eine Alternative hier rausgesucht und zwar von der Brand Hugo. Und darüber ein blaues Blouson von der Brand Boss. Und als Accessoire habe ich hier noch einen Schal umgehängt, der ebenfalls von der Brand Boss kommt. Als Duft habe ich hier einen Duft von Chanel ausgewählt und zwar den Duft Allure Homme Sport. Weiter geht's mit dem Jungen von nebenan und zwar mit Outfit Nummer 4. Und Leute, ich muss sagen, als ich jung war, da wollte ich irgendwie sämtliche Kleidungsstücke haben und habe da eher auf Quantität anstatt auf Qualität Wert gelegt. Aber ich kann euch eins sagen, macht den Fehler nicht, den ich auch gemacht habe, sondern legt viel mehr Wert auf Qualität anstatt auf Quantität und kauft euch wirklich nur das, was ihr wirklich braucht und was zu euch und eurem persönlichen Style passt. Bei diesem sportlichen Look trage ich sportliche Puma-Sneaker an den Füßen. Die Jeans kommen von der Brand Pepe Jeans und das Oberteil kommt wieder mal von der Brand Hugo und zwar ein blauer Strickpullover, wie auch die Puffer-Jacket, die ich oben drüber trage. Und als Accessoire habe ich hier noch eine Cap aufgesetzt, die kommt von der Brand Lacoste. Und als Duft habe ich den Unisex-Duft von Calvin Klein ausgewählt, CK1. Mhm.
Machen wir weiter mit It's Raining Men. Ja, Leute, das ist ein Outfit, das ich früher wahrscheinlich eher weniger getragen hätte, weil ich gar nicht die Kleidungsstücke dazu gehabt habe. Aber seitdem wir einen Hund haben, muss ich halt bei Wind und Wetter raus, ganz egal. Und da ist so ein Outfit einfach Pflicht. Und ich habe damals einfach weniger Funktionskleidung getragen, weil ich sie A nicht so stylisch finde, habe aber bei diesem Look versucht, das Praktische mit dem Stylischen so ein bisschen zu verbinden. An den Füßen trage ich tatsächlich, Leute, haltet euch fest, Gummistiefel von der Brand Hunter. Die sehen zwar weniger nach Gummistiefel aus, haben eher so einen Chelsea-Boot-Charakter, sind aber Gummistiefel und hervorragend für das nasskalte Wetter draußen. Die schwarze Hose kommt von der Brand Tommy Hilfiger und das Oberteil, der Zip-Pullover in Schwarz, kommt von der Brand Hugo. Die Jacke, die ich da drüber trage, da habe ich euch eine Alternative rausgesucht von der Brand Reigns. Reigns ist übrigens eine hervorragende Marke, wenn ihr nach wasserabweisender Kleidung oder nach wasserabweisenden Backpack sucht, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und zu guter Letzt habe ich natürlich dieses Outfit noch gepimpt mit einem Regenschirm und noch mit einer Handyhülle, die das Handy auch vor Wind und Wetter schützt. Als Duft habe ich This Is Him von der Brand Zadig & Voltaire ausgewählt. Hier seht ihr nochmal alle Outfits im Überblick. Und schreibt wie immer gerne in die Kommentare rein, welches Outfit euch persönlich am besten gefallen hat. Ja Leute, Amazon Fashion gibt richtig Gas mit ihren Premium-Brands. Falls ihr also noch vielleicht das eine oder andere Kleidungsstück braucht, um euren Kleiderschrank aufzuwerten, schaut gerne bei Amazon Fashion vorbei und werft gerne auch einen Blick auf meine persönliche Storefront bei Amazon.